So, mit was für einer Gefühlslage kommt der Lange denn hier aus dem Stadion? Ich habe gerade geheult, weil wir halt den Klassenerhalt geschafft haben heute. Und ja, das hat mich sehr glücklich gemacht, auf jeden Fall. Wir wussten ja, ein Punkt reicht. Und er hat gereicht, die anderen können es auch nicht besser. Von daher, alles super laufen. Wir haben vorher schon gescheckt, uns reichte ein Punkt von vornherein, egal was die anderen machen. Und es hat geklappt. Es war nicht toll heute, aber auf diese Mannschaft, die wieder aufgestiegen ist, alle Hochachtung. Ich komme seit 42 Jahren hierher und nächste Saison auf ein neues. Klassenerhalt ist jetzt geschafft. Wir freuen uns total hier. Ja, definitiv. Super Erlebnis und auch absolut verdient, würde ich sagen. Richtig, also echt jetzt. Ich wusste, dass das klappt heute. Das ist so. Das fand ich. Von vornherein wusste ich, das klappt heute. Wir wollten nicht mit dem Spiel nach Union fahren und dennoch gewinnen müssen oder einen Punkt holen müssen. Und das tut richtig gut jetzt. Und es war kein gutes Spiel, aber es tut für die Seele einfach gut. Und ja. Momentan kann Werder besser auswärts spielen, als die Heimspiele selber gestalten. Wir waren eigentlich in der ersten Halbzeit viel zu wenig körperlich da. Die Kölner kamen auf uns zu. Und wir wussten aber ja vom letzten Woche, wir können gut mithalten gegen Leipzig. Und das hat man heute so als schlechten Vorschuss gehabt, sozusagen. Ne? Ja, insbesondere das Kölner Flankenspiel wurde zu wenig unterbunden. Es war vorher klar, dass die Kölner über die Flügel kommen. Dementsprechend hatte man eigentlich gedacht, dass da etwas gegen mehr Gegenwehr entgegengesetzt wird. Aber das war leider nicht der Fall. Dementsprechend wurde es häufig gefährlich. Die Kölner hatten mehr vom Spiel, sind auch verdient in Führung gegangen. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir es dann nochmal korrigieren können. Und hinten raus, denke ich, sind wir mit dem Unentschieden gut bedient, können damit gut leben und heute dann auch ein bisschen feiern. Ich muss sagen, generell die ersten, ich glaube, 60 Minuten waren nicht so doll von uns. Also nicht viel Chancen. Stay muss das 1-1 früher schon machen, aber am Ende machen wir das 1-1. Spiel war nicht doll. Aber am Ende haben wir als Aufsteiger die Klasse gehalten. Ich denke, es geht um nicht mehr. Und jetzt können wir ganz entspannt die Sommerpause genießen. Ich hoffe, Baumann und Fritz machen ihren Job, stellen guten Kader zusammen. Wir hoffen, dass Duxchi und Fülle nicht beide weggehen. Aber prinzipiell, wir haben die Klasse gehalten, sind Tabellenzwölfter. Ein bisschen TV-Geld gibt es dann auch noch. Ich wüsste nicht, was wir jetzt noch mehr wollen. Also ich bin zufrieden. Wir freuen uns ja über den Klassenerhalt. Und du so? Auf jeden Fall freue ich mich auch über den Klassenerhalt. Die Rückrunde war nicht so berauschend. Die Hinrunde war klasse. Aber man kann wegen der Rückrunde Bedenken haben für die nächste Saison. Aber Werder macht das schon. Ich denke, Bremen hat heute auf jeden Fall gut gespielt. Aber es hat dann nicht ganz für den Sieg gereicht. Sie waren vorne mal immer mal wieder gut. Aber es hat dann nicht ganz gereicht, um durchzudringen. Yes! Super, also zum Glück mal ein positives Abschlusserlebnis zu Hause, weil man muss ja sagen, die Heimstatistik, die hat diese Saison ganz schön gelitten. Also wir waren mal eine Heimmacht, ich weiß nicht, wo das hin ist, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr da. 70. Minute war das auf jeden Fall sehr gut. Wer da sich Chancen kreiert und 1-1 auf jeden Fall verdient. Bremen ist dabei, erste Liga, Bremen ist dabei, erste Liga, Bremen ist dabei, erste Liga. Was wünschst du dir denn für die nächste Saison? Dass Hülkrug bleibt und dass wir wieder den Klassenerhalt schaffen. Vielleicht können wir auch mal angreifen, oder? Was meinst du? So ein bisschen in der Tabelle nach oben klettern? Auf jeden Fall. Hätte ich nichts gegen. Nochmal den Klassenerhalt, ne? Und sonst noch was, wenn wir noch ein paar Schippen Glück drauflegen können? Was würden wir denn anders machen? Wie würden wir rangehen? Besser spielen und Hülkrug verlängern. Also ich müsste erstmal aufpassen, dass wir nicht so viele Spieler verlieren, also Duxch oder Hülkrug. Würdest du aufpassen, dass wir noch Bundesliga-tauglich sind von dem Kader her? Ich würde auf jeden Fall sagen, die Abwehr könnte noch besser werden und die Chancenverwertung auf jeden Fall auch. Wenn vor allem Füllkrug und Dutsch gehen, dann brauchen wir vor allem Leute, die vorne das machen. Ne? Also weil ohne die beiden, also auch wenn sie heute nicht so viel geliefert haben, aber auch ohne die beiden, brauchen wir trotzdem Leute, die es auch nächste Saison machen können, weil sonst wird es bitter. Ja, also Ole Werner hat die Qualitätsfrage ja gestellt. Ne? Grundsätzlich haben wir einfach eine dünne Decke, könnte man sagen. Ich glaube, man kann einfach sagen, man kann sich mittlerweile wahrscheinlich auch als Profi so ein bisschen entscheiden. Entweder du hast halt Werte, auf die du Bock hast, oder du hast halt das Geld, auf das du Bock hast. Und ich glaube, wenn die das schaffen, hier mit dem, was halt der Verein irgendwie widerspiegelt, mit Inklusion, mit der breiten Bande Fußball, wenn du das halt irgendwie auch in den Profikader auch in Werten schaffst zu manifestieren und da halt eine Mannschaft aufstellst, die daran glaubt, dass
auch die trotz der vermeintlich schlechteren Qualität daran glauben, halt irgendwie immer noch Deutscher Meister zu werden, auch wenn die Anlagen dafür halt nicht da sind wie bei einem Bayern-Spieler, der halt in die Qualität geboren wurde, dann kannst du halt hier immer noch was holen. So, nochmal liebe Grüße an den Verein. Welche Spieler müssen definitiv bleiben? Füllkrug. Füllkrug und Dux, definitiv. Füllkrug und Dux bin ich auch dabei. Was die Fans heute auf jeden Fall tun können, ist sich selbst feiern für den Monster-Support in dieser letzten Saison. Das muss man einfach so festhalten. Der Werder-Fan ist immer da, steht immer parat, ne, und ist wirklich der 12. Mann heute wieder alles nach vorne gepeitscht. Ja, absolut. So wie wir uns kennen und wir haben mal wieder nichts vermissen lassen, würde ich sagen. Auf die Fans kann sich Werder verlassen, das ist hundertprozentig so. Und das wird auch die nächsten Jahre so sein. Hier regiert der SVW!